Alles kaputt. Deine schöne Landschaft ist nur verbrannte Erde. Wir wild drauf laufen, ein Foto machen, Designgaben für sie kämpfen. In der Massenproduktion von Sklaven sind moralische Konzern. Nur ein schlechter Scherz, wie schaffen sie es, dass alle Gesichter im Fernsehen immer so schuldig aussehen. Bleib mir fern mit deinem Gewinn und deinem aufgemotzten Gott. Ich will rausbringen, wer Stein meinen Weg legt, außer ich selber. Und wer die Kriegsmarschmusik komponiert, scheiß aufs gesunde Sexleben. Wir können nicht mal Menschen von Maschinen unterscheiden oder von ihrem Gehalt. Alle Grenzen, die wir gebaut haben, um unsere Sachen vor irgendeinem Feind zu schützen. Die Sachen, die wir von innen verrotten, verkommen. Ich will das gleich bleiben, wenn wir keine Kollektive haben. Ich hab schon angefangen zu reparieren, was noch zerschlagen werden wird. Anders lasse ich liegen und ganz auf seinen Scherben. Die Lügen zum Klassenraum verbreiten. Alles zerbricht auf dem Boden und jeder applaudiert. Ein paar Idioten machen alles kaputt und bitten Verzeihung. Mit ein paar von ihren Werbegeschenken, um ungestört weiterzumachen. Auf der verbrannten Erde sind die Opfer gefundenes Fressen. Auf der verbrannten Erde sind die Opfer gefundenes Fressen. Wir müssen ein paar Feedbacks am Start. Ja, ja. Auf der Suche nach einem besseren Leben, nach einer besseren Situation. Migration in einer ganz hohen Dimension. Bilder von Flüchtlingsstrom in der Glockenkante schon. Und braucht eng die Werbung von Respekt. Organisation, da die Welt in die Kopf steht. Dagegen nur ein offenes Meer. Auf grünen auf der anderen Seite fährt der Grenz uns hin und her. Auf dem Seite mehr. Gecasht, eingesperrt. Und geschenkt und verbindlich mit den Rücken zugekehrt. Und wir in dieser Zeit, wir sind immer gut dabei. Durch Bewusstseinsverweiterung und Party Highlight. Das ist alles nur ein Fall, eine Info der Statistik. Wann ich bin, was richtig, fick dich! Alle Automaten, Knopf und Schlange Minute. Alle Platz und alle Topfboden schmeckt zugute. Blute nicht, nein, das wird nicht innerlich. Und wenn ich überhaupt nicht davon sagt, dass er viel schlimmer ist. Hätte ein Stück Ringball, trinkt ein Kühl, eine Kiste Bier. Guckt auf die Bücher, aber wir entdecken Geschichte hier und jetzt. Beste Roboter, sich am Ende um die Menschenrechte. Schreibt mal hier und nur an das verletzt man sie. Ich Ist der Widerstand zwecklos? Die kriegerischen Beschäftigten zeigen uns das Gegenteil. Sie zeigen, dass gerade in der jetzigen Situation eine breite Mobilisierung gegen die Kriegsverursacher möglich ist. Sie zeigen aber auch, dass diese Mobilisierung nur erfolgreich sein kann, wenn auf einen klaren Konfrontationskurs gegen Staat und Kapital orientiert wird. Und es sind wiederum die griechischen Arbeiter und Angestellten, die uns zeigen, welches Mittel dafür geeignet ist. Der politische Streik und die gemeinsame Mobilisierung von Beschäftigten, Erwerbslosen, Rentnern, Schülern und Studenten. Die Eliten in der EU und speziell in Deutschland hetzen derzeit gegen das griechische Volk, das über seine Verhältnisse gelegt habe. Warum? Weil sie wissen, dass der Kampf der griechischen Werktätigen eine Lehrstunde wie die Werktätigen in der gesamten EU sein kann. Eine Lehrstunde, die uns hier in Deutschland zeigt, von den Griechen lernen, heißt kämpfen lernen. Sprechen wir Griechisch mit den Herrschenden, wir sind alle Griechen. Millionen Arbeiterinnen, Werktätigen, Erwerbslosen und Jugendlichen, die heute am Kampftag der Arbeiterklasse für eine freie, solidarische, klassenlose Gesellschaft auf die Straße gehen. Seit über 120 Jahren ist der 1. Mai unser Tag, der Kampftag der Arbeiterklasse. Den Herrschenden ist der 1. Mai verhasst, denn jedes Jahr führen wir an diesem Tag ihnen vor Augen, dass ihre Macht vergänglich ist. Darum wünschen wir euch Kraft und Durchhaltevermögen, wenn die Handlanger der Kapitalisten heute wieder im Spalier neben euch hermarschieren, euch abfotografieren oder auch direkt angreifen. Lasst uns diesen Tag und unsere erkämpften und demokratischen Rechte mit allen Mitteln gegen unseren Klassenfeind verteidigen, für eine neue, eine sozialistische Gesellschaft kämpfen. Der 1. Mai ist international. Überall auf der Welt gehen heute Menschen auf die Straße, um gegen den sozialistischen Krieger, die herrschende Profit- und Verwertungslogik und für eine sozialistische Gesellschaft zu demonstrieren. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass sich die internationalen, fortschrittlichen und revolutionären Bewegungen miteinander verknüpfen, solidarisieren und die Arbeiterklasse sich ihrer Macht wieder bewusst wird. Lang lebe der 1. Mai und die internationale Solidarität.